Ich war gebannt. Sorry, Samu. Nein, nicht. Mit der Begründung, sorry, Samu. Ist ja kein Grund, kann ich mich wieder entbannen. Ja, bist entbannt. Viel Spaß noch. Ja, danke, hau rein. Hau rein. Wenn du alt bist, wirst du dich in der Türkei niederlassen. Später, wenn ich alt bin. Oh, ich glaube schon, war. Ja. Warte, kriegst du noch eine Heilung von mir? Ja, klar. Brauchst du noch eine Waffe? Pistole oder so? Ne, ne, passt schon. Okay. Ich denke, ohne Waffen kann man besser aus RP machen, denke ich, oder? Ja, schon. Waffenschein kannst du bei der Polizei beantragen. Ne, brauche ich nicht. Ich brauche keine Waffen. Passt schon. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß, ey. Ja, ja. Ciao. Viel Spaß. Danke. Ist aber nicht, Shigi? Nee, bin ich. Ich brauch dein Auto. Steig aus! Natürlich. Wird mir zu bunt hier. Verpiss dich aus meinem Auto. Ja, habt ihr doch extra ein Auto gebracht. Mach eine Fliege. Natürlich, Boss. Als ich klein war, war es bei mir so immer, wenn man meinen Arm so hochgezogen hat. Meine Mutter hat immer so meinen Arm so gehalten. Also ihr kennt ja so, wenn man so klein ist. Weil meine Mutter immer meine Hand gehalten so und meine Schulter ist immer ausgekugelt. Weil die so, keine Ahnung, das haben, glaube ich, kleine Kinder voll oft. Selbst da habe ich nicht geschrien, weißt du? Meine Mutter hat das dann nie gecheckt und so. Und dann hat sie das irgendwann daran gemerkt, dass ich dann halt so voll komisch wurde. Also noch leiser. Ich wurde noch leiser sogar. Jedes Kind ist anders, aber ich finde das Rumgeschrei schon ätzend, war. Ich steck einen auf die Fresse, ich meine. Guck mal, ich bin auch gar kein Mensch, der gewalttätig ist, ne? Das ist halt auch nochmal das so Ding. Ich bin real life, das komplett. Ich bin richtig Anti-Gewaltmensch. Und es führt dann dazu, dass ich oft in Situationen bin, wo ich echt genervt werde. Ne, ist ja gut so, ne? Das soll auch so sein, aber warte mal. Nicht mal 4 Polizisten, ja, was eine Kacke. Raubüberfall, du Beeilung, sonst Geisel tot. Hallo, der Herr. Wer bist denn du? Ich hab hier einen Ruf gemeldet bekommen. Du bist kein Polizist, verpiss dich. Sicher? Ja, sicher. Du bist kein Polizist. Dienstmarke erzeugen. Irgendwas fesselt mich. Kann man dich entfesseln? Shigi, wo hast du diesen Spritzer her? Mann, das ist mal ein Kopf, Junge. Das ist doch kein Kopf, Junge. Verpiss dich, Junge, du Nutzloser. Entfessel mich mal jetzt. Ja, ausnahmsweise. Shigi, Alter, du brauchst nicht irgendwie so einen Peach damit zu nehmen, um als Kopf auszugeben, Alter. So tief bin ich auch wieder nicht gesunken. Hier hast du deinen Kopf. Leg dich. Ungemütlich, wa? Shigi, Mann, was soll die Scheiße, Mann? Bin ich so tief gesunken, dass ich hier irgendwelche Zuschauer als Kopf ausgeben müssen, damit ich hier irgendwie was hinbekomme oder was? Hol mal jetzt Kopfs! Ja, Junge, keiner ist da, Mann. Der war aber wirklich Pedile. Echt? Ja, ja. Aber das war Lion, ne? Ja, ja, das war Lion. Ach so, der Junge. Ist doch vom Chat, der ist so von mir gekommen und dann Pedile geworden. Macht doch auch keinen Sinn. Er hat doch eben noch in den Chat reingeschrieben, soll ich dir Lizenz geben? Okay, dann, wenn die keine RP wollen, dann machen wir es auf die andere Art und Weise. Das ist egal, wir suchen die Leute und knallen jetzt Leute ab, die es nicht anders wollen. Yo, kann man dir weiter. Ey, Shigi, hör auf, die Leute abzuknallen! Shigi, hör auf zu schießen ohne meine Erlaubnis. Tut mir leid. ETA 5, Alter, so ein ausgenuckeltes Penisspiel. Jo. Oh Mann, ey, kaputt. Ah, da ist ein Auto. Das ist ein Hardcore-Server einfach, ja. Aus dem Weg. Ein Notfall, mein Kollege ist verletzt. Wartet. Können Sie meinen Kollegen verarzten? Kommen Sie mit, bitte. Welchen denn? Jeder mit der Mütze. Er hat ein akutes Problem an seiner Harnröhre. Können Sie da vielleicht mal... An seiner Harnröhre müsste er ins Krankenhaus kommen. Ja, dann gehen wir mit dem ins Krankenhaus. Ich fahre den hinterher. Wahnsinn, da sind 2 oder 3 Leute, die können sich dann darum kümmern. Du, auch ein Arzt dabei oder 2 Ärzte. Du kannst doch helfen. Ja, aber im Krankenhaus können sie besser helfen. Da können aber sie er hat gucken. Er hat eine Schnittwunde, die ist abgetrennt worden. Können Sie jetzt mal gucken, bitte? Da wurde die Spitze abgeschnitten, das, die Blutung muss gestoppt werden. Sie haben besten Jacke aus. Wie heißen Sie denn? Dein Name ist scheißegal. Dein Schniedel ist ab. Versuch jetzt die Blutung zu stoppen. Leg dich hin. Du sollst spreizen, damit der auch rankommt. Alles gut, es ist angelegt. Was liegt vor? Was für angelegt? Du musst da ran, hier, mit den Fingern. Der Kollege hat... Ich hab einen Druckverband draufgelegt. Was für Druckverband, Junge? Wie Druckverband? Ich hab gar nichts gespürt. Er hat gar nichts gespürt. Er hat... Deine Eichel wurde ihm abgetrennt. Machen Sie bitte was. Da kann ich nichts machen. Wie soll ich denn hier vor Ort was machen? Hab ich hier ein OP dabei? Die Blutung stoppen, wenigstens. Die Blutung stoppen. Ja, er hat was draufgelegt bekommen. Damit was für draufgelegt? Blutung stoppen. Ja, er hat was draufgelegt bekommen, das halt... Das drückt Blutung stoppen, du Penis, sonst ich...
Ihr fahrt jetzt so schnell wie möglich ins Krankenhaus und da werdet ihr dann operiert. So. Du musst die Blutung erstmal stoppen. Nochmal bitte. Die Blutung stoppen bitte immer. Blutung ist doch schon so weit gestoppt. Finger drauf. Hey, du machst ja gar nichts. Was ist denn dein Finger? Du streckst ja nicht mal den Arm. Du machst ja nicht mal was. Mehr als ein Druckverband drauflegen geht nicht. Druckverband drauf, genau. Das geht doch. Geht doch. Mein Gott, war das schwer? Das jetzt nimm ihn mit und lutsch ihn mal in dem Krankenhaus. Beeil dich. So, jetzt fahrt ihr ins Krankenhaus und da werdet ihr operiert. Ja, Luzi, meine. Walter, fahr du ihn bitte mit deinem Notarzt, mit deinem NIF und meinen RTW am Arsch ist. Ey, du hältst die Fresse. Halt selber die Fresse, danke. Du hältst die Fresse, hab ich gesagt. Ich höre dich nicht mehr, Bruder. Du hältst die Fresse, sagte ich. Okay? Du hast hier nichts zu melden in der Stadt. Ich bin hier der Boss. Ein Schwanz bist du, wenn aber nicht. Danke. Ey! Officer, nimm ihn fest! Officer, nimm ihn fest! Officer, nimm ihn fest! Amuna, kurz im Officer. Nutzloser Officer. So geht das. Nimm ihn fest. Hier, den hier festnehmen. Flüchtiger Mediziner. Er hat mich bedroht. Nimm ihn fest. Hilfe. Nimm ihn fest. Was? Ich werd festgenommen. Hilfe. Wie kannst du funken, wenn du gefesselt bist? Mein Gott. Fessel diesen Penner. Kommt doch bitte mal zu meinem Panic. Dankeschön. Fessel. Ja, mitkommen. Nimm mit. Nimm ihn mit. Komm, warte. Komm mit mir. Ich steig ein. Ja, lass mich um meine Kollegen kümmern, bitte. Deine Kollegen haben keinen... Einsteigen, du Steig. Ey, kümmert euch um den Panic. Die Kollegen sterben sonst. Kümmert euch. Ja, wumm zu funken. Ich scheiß auf deine Kollegen. Machen ruhigen Tiger. Du bist jetzt erstmal unsere Begleitung, ja? Ja, ist Schwanzlutschen, ehrlich. Ey, du bist gefesselt, ich hab hier eine Waffe, du willst doch nicht sterben. Du lutschst mir gleich den Schwanz, weißt du, ne? Die 0,5 mm nehme ich sich in meinen Mund, danke. 0,5 mm, Woher weißt du das denn, dass das 0,5 mm sind? Hast du heimlich geguckt, weil du wissen wolltest, was gelutscht werden wird bald? So läuft das also. Du kleiner Schlingel, du. Dir ist klar, dass du eine Ausreise bekommen kannst, wenn du mich umlegst, ne? Oh, scheiße. Echt? Ist das so? Ist das so? Wusste ich gar nicht. Hä, als ob. Ich wusste das gar nicht. Aber egal. Das ist dein neuer Mediziner, ja? Rein mit dem. Du wirst ab jetzt für mich arbeiten, ja? Das ist dein neues... Geht er auf? Oh, so eine Scheiße. Wir gehen zum anderen Laden. Tu ihn wieder rein, den Nutzlosen. Wenn du sagst, oh, großer Meister, es tut mir leid, dann könnte man vielleicht noch ein Auge zudrücken, Mediziner. Bitte mir wiederholen, ich hab's nicht verstanden. Wenn du sagst, oh, großer Meister, es tut mir leid, dann könnte ich mal vielleicht ein Auge zudrücken bei dir. Oh, großer Meister, es tut mir leid. Okay, das ist gut, aber ich kann ja trotzdem leider kein Auge zudrücken, das tut mir leid. Oh, großer, geiler Meister, musst du sagen. Ich höre, großer, geiler Meister. Sorry, ich habe maximal Kopfschmerzen, könnt ihr ein bisschen langsamer machen, bitte. Oh, großer, geiler Meister, es tut mir leid, dann könnte man vielleicht ein Auge zudrücken. Oh, großer, geiler Meister, es tut mir leid. Okay, ich gebe dir eine Chance, warte kurz. Wir sind da, dein neues Zuhause. Ihr wisst ja für mich arbeiten, ja? Wir gehen rein. Oh, wieder geschlossen. Was machen wir denn da? Wo willst du denn hin? Zum Krankenhaus oder was? Du gehst zum Eingang und da kümmerst du dich um die Passagiere, ja? Ja, ich muss erstmal rausgelassen. Ich meine um die Patienten, meine ich. An die Tür und entfessel ihn. Und du arbeitest ab jetzt für mich ja ohne meine Erlaubnis, darfst du hier nicht weggehen, okay? Ich bin ein neuer Meister, wie du eben gesagt hast. Ein großer, neuer, geiler Meister. Entfessel ihn und jetzt bewegst du dich nicht. Und jetzt guckst du in diese Richtung. Auf meinen Befehl darfst du dann Leute behandeln. Und das Geld gibst du mir dann immer, ja? Du arbeitest für mich. Verstanden? Ja. Okay. Du bleibst hier, ja. Bewegst du dich, haben wir ein Problem. Okay, Jungs, holt ein paar Patienten, damit der Kollege hier was zu tun hat. Holt Patienten, schnell. Organisiert Patienten. Ich mach's mir gemütlich hier so lange. Die dicken Eier müssen gespreizt werden. Und, wie läuft's? Mit Arbeit? Mit deiner neuen Arbeit? Ja, läuft super. Läuft super. Komm, leist dir mir doch mal Gesellschaft, komm zu mir. Sicher? Ja, komm. Wir sind der Penner, wer bist denn du? Nein, mach dich ab, Bruder, mach dich ab, Mann. Mach dich ab, hat der gesagt, hast du gehört? Du sollst dich abmachen, hast du Ohren, keine Ahnung, Tomaten auf dem Ohr, da bist du taub? Okay, ja. Voll Idiot, Mann. Erledigt den hier im Anzug bitte, ja? Nein, lass ihn liegen, lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Zu spät. So. Oh, hab ich ja schon einen Patienten. Der Boss hat hier das Sagen. Okay, da ist dein erster Patient, er hat ein blaues Auge. Behandle ihn bitte. Wo tut's weh? Einmal hier am Auge und noch woanders eigentlich. Aber Auge ist schlimmer. So viel da, weil mein ganzes Equipment eigentlich in meinem RTW ist. Du hältst die Fresse und machst deinen Job, ja? Du hast es in deinem Rucksack. In meinem Rucksack habe ich keine Kühlutensilien, weil ich... Keine Widerworte! Mach deine Arbeit! Ja, dann pack da was Kühles drauf. Pack da was Kühles drauf, du Vollidiot. Achtung. Dann schicke der Kollege jetzt mal zu Fresh, erledige ihn. Nicht der! Sorry, darf ich gehen, bitte? Erledige ihn, Chigi. Schade.
Unser neuer Arbeiter braucht ja ein bisschen mehr zu tun, ne? Sag mir, was du drauf hast. Ich will deine Qualitäten sehen, Mediziner. Ja, ich habe so viel drauf, dass ich ihn wahrscheinlich im besten Fall wieder hochbekomme, aber da einen Kopfschuss bekomme, ist seine Chancen sehr schlecht. Ja, der ist vorbei, den kann ich nicht mehr helfen. Nicht, ey, was bist du denn für eine Tröte? Er hat einen Kopfschuss bekommen. Ey, du schreist deinen Chef nicht an, ja? Ja, tut mir leid, großer Meister. Ja, bin ich auch offen für dich. Er hat Puls, er könnte Glück haben. Ja, ihr kümmert euch drum, ja, ich habe kurz ein Telefonat. Komm sofort. Ballistisches Trauma, da muss ins Krankenhaus. Shay, du kümmerst dich drum. Was wollen die denn schon wieder von mir? Jo, wie kann man dir weiterhelfen? Samu? Jo. Ganz kurz, wir wollten dich nur fragen, wir haben gerade schon mitbekommen, es sind ganz schön viele Stream-Sniper gerade da. Ob es für dich okay wäre, wenn entweder eine Fraktion dich begleitet, als sozusagen als Bodyguards, oder irgendein Supporter die ganze Zeit die hinterher fliegt. So viel sind es jetzt, glaube ich, nicht, oder? 5 Stück vielleicht, 6? Ja, vorhin wurde uns gerade gesagt, dass ganz schön viele Fanboys gerade bei dir sind. Nee, ich rede schon hin, also ihr braucht mir nicht helfen. Gut, wollten wir dich nur fragen, nicht, dass wir das jetzt einfach machen und sonst Arsch ist. Ich knall die ab, wenn sie zu sehr reinkacken. Oder mach das so, das geht auch. Okay, perfekt, danke dir, kannst du mich rausschmeißen. Okay. Ciao, ciao. Wer ist denn der Loris Abstuberer? Ja, das ist ein Kumpel von mir, ein Kollege, weil der mir jetzt... Wer ist denn dieser Abschlabberer? Und wer ist das? Das sind Kollegen. Ey, du schreist mich nicht an, ja, sonst gibt's eine Gehaltskürzung. Holt ihn hoch. Zeigt mir eure Qualitäten. Nee. Wer sagt da nee? Warte kurz wieder. Holt ihn hoch. Ist das schon Zugang, Jungs? Nein. Ihr macht ja weiter, ja. Ich fahr kurz mit meinem neuen Heli. Komm, Chigi. Eddie, ich hoffe, du hast ihn abgesperrt. Was meintest du? Was hast du alles gesagt? Gut. Was alles gut. Was hast du gesagt? Ja, ich hab gar nichts gesagt. Was willst du? Das passiert, wenn du Widerwort gibst, ja? Helikopter wird entsperrt, ich fahre, fliege jetzt, ja? Danke nicht. Was war das? Wer hat das gesagt? Sie wissen falsch schon, dass sie uns nicht anfassen dürfen, ne? Ist klar. Achso, ihr seid Mediziner? Ja, natürlich. Achso, ich wusste... Sie haben gerade einen Mediziner umgeschossen, das heißt, sie werden jetzt gleich eine dicke Strafe kriegen. Was? Das war Mediziner auf dem Boden? Wusste ich nicht, Bruder. Holt den hoch, lass das bitte unter uns behalten, ja? Nicht anfassen. Nee. Bitte, ich wusste das nicht, Jungs. Ja. Wusste das nicht. Jungs, können wir da nicht vielleicht auf den Nenner kommen? Kommt schon. Holt ihn hoch, wir vergessen das Ganze, ja? Mhm. Ich entschuldige mich auch. Geht das? Das müssen wir erstmal zum Leben kriechen. Ja, beeil dich, Peach. Sonst gibt's einen Schwanz in den Arsch. Wer bist du? Shiggy, eliminieren. Warum hab ich keinen Schuss gehört? Hast du wohl den Magic gemacht, wa? Jungs, ich will das nicht mehr. Alter, sonst gibt's einen Kopfschuss. An die Wand. Alle vier an die Wand, Endoch. Sonst werd ich ungemütlich. Alle an die Wand, Endoch. Alle Mediziner an die Wand, Endoch. Die Mediziner. Nichts bei uns machen. Verstehen Sie es nicht? An die Wand, Hände hoch. Ich wiederhole mich nicht. Mediziner, an die Wand, Endoch. An die Wand, hab ich gesagt. Ihr guckt die Wand an. Die Wand angucken. Zur Wand laufen. Versteht ihr das nicht? Von der Bank links aus. An die Wand. An die Wand. An... Hier an die Wand! Seid ihr dumm? Hände hoch! Wand! An die Wand! Ja, schlag mich nicht! Der andere auch, an die Wand! Sonst stirbst du! An die Wand, sonst stirbst du! Geh doch endlich an die Wand! An die Wand! Mein Gott, alle Hände hoch! Alter! Geht nicht, du Vogel! Okay, wir spielen jetzt ein Spiel. Das Spiel heißt Daddy Master sagt. Wenn ich sage Daddy Master sagt und dann Befehl. Wer ist das? Guckt mich alle an! Alle drei angucken! Alle vier angucken! Alle vier! So! Ich spiele jetzt ein Spiel. Wenn ich sage, Daddy Master sagt und dann Befehl gebe, möchte ich danach, dass ihr den Befehl ausführt. Falls kein Daddy Master sagt vorher gesagt wird, dann dürft ihr ihn nicht ausführen. Wenn ihr es nicht hinbekommt, dann war es das mit euch. Okay? Habt ihr es verstanden? Wenn ihr verstanden habt, Hände hoch. Verstehe. Okay. Der ganz rechte Hände runter, bitte. Okay, ihr zwei macht die Hände hoch. Können wir nicht, es geht nicht. Okay, dreht euch um. Okay, du bist der Gewinner, komm zu mir. Komm zu mir. Was meinst du? Wieder Wort auf dem Boden? Schicki macht Clip. Das schicke ich mir in den Support. Auf dem Boden geredet haben wir. Hast du auf Clip? Ja, ich habe alles auf GoPro. Okay, perfekt. Alles auf GoPro. Mach Ticket auf. Da wird sich der Support freuen. Schicki macht die GoPro kurz aus, ja? Ja. Okay. Samu? Ja, Bro? Das ist wohl leider gegen das Regelwerk. Aber warum denn? Er hat mich provoziert. Ja, aber trotzdem darfst du nicht einfach im Dealer umschießen. Ja, aber die haben provoziert. Und könnt ihr den hier mal bannen?
Ich weiß gar nicht, wo der ganze Zeit lebt, Bruder. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, okay, sorry, Bro. Sorry, dass die drei Medics meine Befehle missachtet haben. Nächstes Mal hoffe ich, dass sie es richtig machen, ja? Nee. So, jetzt mach den Bruder, ich hab denen gesagt, die sollen den Helikopter aufschließen. Ich hab die bedroht, die haben es nicht gemacht. Hm. Was ist das? Weil wir unantastbar sind. Du kannst uns nicht sagen. Guck mal, was er macht, Bruder. Guck mal, er sagt. Du kannst nicht sagen, dass wir unantastbar. Er sagt unantastbar. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Was ich weiß, auf jeden Fall weiß, ist, dass ich tot bin. Da auf dem Center Shock. Ja, mir können ja die Schuld nicht geben. Ich meine, der Server hat eine dicke Whitelist, ne? Ja, der Server hat eine Whitelist, ne? Wo man sich einreisen muss im Discord und so, oder? Ja. Also müssen die ja selber diese Leute einreisen, ne? Ja. Wieso was? Nochmal, ich war gerade tappt. Bitte nicht. Halt mal. Schade. Ja, ich auch. Er bist wahrscheinlich in 2 Monaten kein Zuschauer mehr. Weil wie komisch. Alle Leute, die mich mal geliebt haben, alle gar nicht mehr da. Ah, Chili, du bist es. Sag mir Bescheid, Mann. Lass dich hochholen und komm zu mir. So, Jungs. Und wir Spieler hassen dafür, dass wir bessere Spieler bekommen und das ist sowas genauso was Idiotisches wie ihn auf dem Server. Du hältst die Fresse, Peach. Dann gibt's einen Kopfschuss. Okay? Halt die Fresse und Kopfschuss. Chili, gib mir einen auf die Fresse. Flucht nicht gestartet. Chili, hey, hol ihn dir. Hol ihn dir, Chili. Jawohl. Gute Arbeit, Chili. Du bist es. Kann ich Revive haben, Bruder? Medic hat RDM gebracht. Die Situation haben wir nie aufgelöst, der hätte nicht. Aber der redet OC, Bruder! Bahn die doch einfach, Digga, die machen nur Scheiße. Warum redet der OC denn hier auf dem Boden, Bro? Samu, wenn du nochmal sowas machst, dann ist echt. Dann müssen wir leider. Bruder, willst du mich verarschen? Der hat OC geredet! Junge, hallo! Bist du taub? Der redet der OC! Warum gibt ihr mir die Schuld, dass ihr alles zermordet wird? Ihr habt eine Whitelist! Du hältst die Fresse. Noch nicht mal treffen können! Ja, ich kann nicht treffen, aber das Server ist zu Hartz IV, das nicht funktioniert. Hör mal zu, Bruder. Die ganzen Modder hast du zu verantworten. Ihr habt eine fette Discord-Whitelist. Ihr habt alle eingereist. Also, was wollt ihr von mir? Also hat der Typ gar keinen Grund, auf mich sauer zu sein, um mich hier OC zu flammen. Dass der Server gefickt wird. Der Peach hier und ich da klein in der Ab, dann verwarnst du mich. Der Grund, warum dein Medic rumflamed, ist, weil ihr die Modder alle auf den Server gelassen habt. Wie heißt der hier? Das ist Yoshi. Yoshi, das ist eine richtige Wurst. Ja. Jetzt, um das Ganze zu entschärfen. Medics bitte nicht abschießen, weil sonst haben wir halt keine Möglichkeit mehr, die Spieler hochzuholen. Ja. Der soll sich entschuldigen, Bruder, wegen OC geflammt, passt es. Yoshi, entschuldige dich einfach. Der hier. Nein. Leute, der hier. Meint er. Der soll sich entschuldigen, wegen OC-Hass. OC-Hetze war das. LOL Gamer. Ja. Entschuldige dich einfach und dann ist die Situation gegessen. Ja, sorry. Ja, sorry was? Ich hab einen Namen. Sorry, SXAK. Weil du bist ja so hasserfüllt gegenüber mir. Ja, weil guck mal ganz ehrlich, es gibt Menschen, die wollen wirklich AP spielen. Da kommt sowas wie du, mach alles kaputt. Geh auf Grand AP, da kannst du deinen Spaß haben, weil mach alles so eine Scheiße, okay, bitte. Ja, was mache ich denn? Das ist doch kein AP, was da machst. Lass mich ausreden, Wir wollen jetzt hier nicht rumdiskutieren. Supporter Schnauze. Das ist doch kein AP. Road to Hardcore. Bleib doch mal ruhig. Du beschwerst dich auch über jeden Scheiß. Du hast dich vorhin in der Besprechung auch über alles beschwert. Wir versuchen es umzusetzen. Aber dann darfst du auch nicht OC-Talking machen. Kein Wunder, dass dann jeder hier... Ist so, Alter. OC am hellsten, Alter. Dann erzählt er mir was von Hardcore. Du kleine Flachwurst. Ganz kurz. Bleib mal nicht, okay? Hallo, du kleine Gummiwurst, Alter. Du kleiner Dr. Oetkerwurst. Deine Tonart gefällt mir mal auch nicht, ja? Er ist nicht irgendjemand. Du hast ihn auch mit Respekt zu behandeln, ja? Ja. Wie wir dich mit Respekt behandeln, hast du ihn auch mit Respekt zu behandeln. Ich rede auch nicht mit dir einfach. Wer bist du denn? Und ja, hast du recht, Bruder. Der Mediziner hat mich mit Respekt zu ballen, da gebe ich dir ganz recht. Ja, du mich aber auch, okay? Ey, mach einen ruhigen Gummiwurst. So wie du mir, so ich dir, okay? Mach einen ruhigen Gummiwurst. Deswegen, du halbrasierte Gummiwurst. Was ist das eigentlich für eine Frisur, Alter? Deswegen entspannt euch jetzt. Immer noch besser als deine, ganz ehrlich. Wie hässlich ist deine Frisur, Junge? Halbrasiert. Was hast du an der Seite? Und ihr könnt einfach euch aus dem Weg gehen und macht euer RP einfach weiter. Er macht für RP, wenn er da ist. Ja, dann geh ihm aus dem Alter, was machst du denn für RP? Dein RP ist doch voll kacke. Wo ist dein RP? Du rennst da rum, schreist rum, Alter. Das ist RP oder was? Ja, guck mal, es gibt auch Menschen im RP, die aggressiv sind. Jungs, ich sag's euch, morgen ist. Als Mediziner hast du dich so zu verhalten. Alter, so rumzuschreien. So weitergeht, wenn Eddie, du bist ein Löwe, du hast so recht, Eddie. Du musst die Leute beruhigen, die verletzt und nicht machen. Dich lasse ich gerne verrecken, das ist mir scheißegal. Ja, guck! OC! Was ist daran OC? Das ist OC! Das ist IC! Was ist IC, Junge? Ich bin doch gerade OC am Reden!
Und du willst mich IC verrecken lassen, weil du mich OC nicht magst. Ich mag dich IC und OC nicht. Ja, deswegen kombinierst du das, das meine ich doch. Ach Gott, Digga, ich kann sowas nicht abehrlich. Mit deiner vollgeschissenen Frisur. Was ist das an der Seite? Sieht aus wie vollgekackt. Ich jetzt reicht jetzt so. Ihr seid Täter DRF und ihr fahrt jetzt weg. Dein rasierter Schwanni. Du erinnerst mich ehrlich an meinen Schwanni, wenn ich eine Halbrasur unterzogen habe. Mein geiler Schwanni auf deinen Kopf. Eine richtige Gummiwurst. Auto bitte, ja, schnell. Aber jetzt for real, also, dass sie irgendwie gemordet wird, ist nicht meine Schuld. Ihr habt die doch allein gereist. Nein, alles gut. Wir geben dir auch jetzt nicht die Schuld dafür. Alles gut. Und dass ich den Typen hier voll in die Magen nehmen will, liegt einfach daran, dass der voll gefangen ist, wo der schreit rum. Der macht da gar keine. Das ist doch kein Roleplay, Junge. Ja, er macht das aber jedes Mal und ich habe mir schon überlegt. Der Typ ist ultra gefangen, Junge. Das merkt man auch voll. Der hat sich auch über Sachen beschwert, die null Sinn ergeben. Zum Beispiel, erzähl. Er hat sich über Teamler beschwert, die es nicht existiert. Sich selber reviven. Und deswegen er keine Einsätze anfahren kann, dann wäre noch einmal, was hat er noch gesagt? Er hat sich beschwert, dass keine Heal-Sets im RTW sind, wenn die spawnen. Dann hat er sich beschwert, dass die Trage nicht hinten reinkommt, weil es blöd ist, die Trage da rein zu tun. Über solche Sachen beschwert er sich und jammert jedes Mal rum, wenn er irgendwie von irgendeiner Fraktion festgenommen wird oder sonst auf irgendeiner Weise bedrängt wird. Ja, die haben eben mit dem RP gesagt, unantastbar und sowas. Was ist das denn? Scheiße, Junge. Das ist das gute RP oder was? Und dann erzählen die mir, dass ich kein RP kann. Drauf geschissen, Alter. Wer will auch RP können, ist irgendwie für nur Scheiß, aber. Du siehst das auch, was gerade gekommen ist im DC, ne? Verdächtige Beitrittsaktivität. Ja, Das ist wahrscheinlich der Server wird geleakt, ne? Der Server wird geleakt, seitdem ich drauf bin, Junge. Was erwartest du rumreist, Logo? Was soll ich denn machen? Alles gut. Und, es kann ja nichts passieren, solange ihr nicht einreist. Oder so, oder mal ein bisschen aufpasst und keine Leute einreist, die sich. Hallo, ich würde gerne auf das Server RP machen! Sich so anhören. Ja, wir haben ja erstmal Whitelist-Stopp gemacht. Ja, damit hier keine Fanboys und Troller aufkommen. Und Modder. Ja, easy, könnt ihr mir vielleicht eine Waffe geben, Junge? Jungs, please. Du hast doch eine Waffe. Ein Auto, Mann. So eine Limousine wäre gut, damit ich mir ein bisschen durch die Stadt angucken kann. Limo, so ein bisschen, ich lass mich rumkutschen von meinem Fahrer hier. Woher hast du eine Radarpistole? Was ist das denn? Das hier? Nee, er hier. Das ist eine Radarpistole von uns, von der Polizei. Ja, kann sein, ich weiß nicht, was das ist. Jungs, habt ihr Bock? Lutschen? Das hat er gestern schon mit Tobi abgezogen, beim Raub. Ach, deswegen war Tobi so Tobi war der. Ach, das war Tobi. Der Geisel von gestern war Tobi? Nee, das war ich. Ich war nicht mit. Ich fand das sogar amüsant, tatsächlich. Wer war denn Tobi? Achso, das war einer der Cops. Achso. Ja, der, zu dem du Lutschen gesagt hast. Also ihn verarscht hast. Deswegen hat er mich gebannt. Verpisst euch. Komm mal weiter. Verpisst euch! Oh. Könnt ihr mir ein Auto geben, bitte? Eine Limousine? Ja, ich such grad raus. Warum ist das hier in der Luft eigentlich? Ja, das ist immer jedes Mal, wenn Sanitäter kommen mit Lok. Der kommt mit Lok, Sanitäter! Das ist aber keine Limousine, mein Lieber. Ja, ich finde jetzt keine andere. Das ist der Combat Lock Dance. Jetzt ich war doch selber. Okay, Shiggy Master. Fahr los. Fahr los, Shiggy, sonst gibt's auf. Ist das ein Taser? Nein, das ist Schrotz, bitte. Aber Taser, ne? Kann man nicht töten. Jungs, könnt ihr mal einen Job geben fürs Fesseln? Kann man nicht fesseln? Ja, warte. Boah, fesseln mich schon OP. Ja, eigentlich würde ich gerne ein bisschen länger auf den Server zocken, aber wir müssen noch ein bisschen Gang zurückschalten, damit das nicht so ein bisschen eskaliert alles, ne? Ist erstmal festgenommen. Okay, Shiggy, wir gehen. Mach's gut. Boah, diese Shotgun erinnert mich an einen Rookie. Die gehen ja auch immer so mit diesen Shotguns. Also, ich glaube, bei Streife ist das immer so. Stimmt, das ist ja auch so, ne? Die gehen immer mit einer Shotgun und mit einer grünen. Das ist, glaube ich, so diese Standardausrüstung, die jeder Polizist hat in Los Angeles. Gibt es in Los Angeles eigentlich Ghettos? Oder ist das only so edel? Gibt es ja auch so Ghetto, Gangviertel und so ein Scheiß. Ja, gibt's, ne? Platz und so gibt's, glaube ich, da auch und so. Gibt's das? Platz und so? Shiggy fahren so, Leute. Bin zu faul, beeil dich. Fettzeug. Ich muss Kaugummis kauen. Ich hab nicht mehr viele. Alle richtig arm? Als ob. Ja, die Mediziner hinterher. Einmal bitte anhalten, allgemein Verkehrskontrolle. Wir sind zivil unterwegs. Wir würden dann mal die Personalien abchecken, ja? Einmal bitte die Personalien. Wie bitte? Was ist das denn für eine Stimme? Festgenommen. Shiggy, wir machen Schutzding mit. Mit R. Ja. Shiggy, ein Job hast du! Ich hab mit X gehört. Festgenommen, nimm ihn fest! Ich kann das nicht, Lukas. Nimm ihn fest! Ist er tot? Nimm ihn fest! Nimm ihn fest! Festgenommen, weil er die Windeln vollgekackt hat. Warum schießt ihn nicht? Hallo Shiggy, er haut ab! Ja, ich aussteigen. Nutzlose Pisse, du.
Was ist das, Bruder? Ja, guck mal, hier ist jemand drinne. Kann ich einsteigen? Bruder, die reisen hier jeden Modder ein, ja. Solche Spieler geil wieder. Kann diese Scheiße nicht mehr. Es ist immer das gleiche, Junge. 3 Jahre lang mache ich die Scheiße und es hat sich nichts geändert nach 3 Jahren. Die reisen jedem Modder einfach ein. Jeder Einzelne, der im Discord eine Whitelist macht, wird eingereist. Ohne Ausnahme. Ja, ist eine Waffe. Mann, da ist ja noch einer, Shiggy. Du unaufmerksamer Hurensohn! Wie kacke! Was ist das, Mann? Revive mal! Ich überlebe, das ist doch krank, Junge. Wie schafft ihr das? Cringe. Ja, cringe. Du. Hallo, reviven! Revive doch mal! Loser! Yeah! Der nächste war. Wer ist der Beste? Was ist das denn? Hallo, was ist das denn, Bruder? Mit dem alle eingereist, alle Modden. Es fühlt sich irgendwie immer für mich an, als würde ich das gleiche Spiel spielen, weißt du? Ich meine, im Endeffekt, es ist vorherzusehen, wenn die irgendwelche Leute einreisen, dass genau das passiert. Und die machen es trotzdem. Ich glaube, die wissen auch, dass es passiert, aber die machen es trotzdem. Die gehen das Risiko ein, trotzdem. Reisen einfach alle ein, mit der Gefahr, dass genau das passiert. Jungs, Hände hoch, ne? Hol den Schigi! Sauber. Den haben wir es gezeigt. Nächste Seite nicht so frech. Gute Arbeit, Shiggy. Shiggy? Shiggy tot? Shiggy nutzlos. Mach's gut, Bro. Ja, was mache ich hier? Ja, das ist so. Eigentlich könnte ich auch GTA Online spielen, oder? Ist das nicht irgendwie das Gleiche, was ich hier mache? Vielleicht sollte ich GTA Online spielen. Die letzten Jahre. Vielleicht sollte ich auf GTA Online switchen, ohne Witz. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Alles halt voll gecheatet und so. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Sofort stehen bleiben! Schüsse von den Jungs. Jungs, schießen also. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Shiggy, schnapp sie, die Tiger. Bin ich tot? Junge, was ist das für eine Scheiße, Bruder, ja? Oh, einer moddet, ne? Oh mein Gott, das Server ist so kacke, ne? Die haben einfach alle eingereist. Wie schlecht die sind. Boah, wie schwer das ist, Bruder, ja? Boah, wie kacke, Bruder. Man hat nicht mal einen Cross, ja? Wie schlecht, Alter. Revive mal, Bruder. Ja, ja, da eingereist! Ich f*** euch gleich, ja! Ich fall da ganze Zeit um, Bruder. Wie schlecht, Mann. Gegen 2 Spieler mehr. Reißen die irgendwelche Modder ein. Ich kann das nicht mehr. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust mehr auf GTRP, Mann. Immer die gleiche Scheiße on Stream, ja. Nimm ihn ab. Sturmgewehr haben. Naja, nimm. Oh Gott, Bruder. Bruder, wollt ihr mich eigentlich flachsen? Was ist mit euch? Nein, ich werde diese kleinen Pisser da ganz abschlachten. Ohne Witz. Rave mich mal jetzt. Oder ich werde diese kleinen Pisser da ganze. Ich werde die alle, die mich gerade auf den Boden abziehen wollen, ich werde die richtig abschlachten. Das werden die bereuen. Rave mich mal. Er ist wieder da. Er redet da auf dem Boden. Oh, puh, Stuckdeck. Jungs, die Sau ist wieder da. Rave mich doch mal, ihr kleinen Söhne. Ah, Bruder, zerbombt der Server. Junge, revive mich doch mal, Bruder, die 66. Samo? Ja? Was ist nochmal? Revive mich doch mal, die 66, meine Güte, ja? Revive mich mal und bring mich mal weg. Wohin soll ich dich bringen? Ne, passt schon. Kannst mich rausschmeißen. Okay. Dann guck mal, was du hast, du kleines Kind. Ja, jetzt nehme ich euch durch! So sieht's aus! Die Füße einfach, ey, die letzte ganze Zeit, oder? Ich f*** euch gleich zu hart, ne? Ich f*** euch gleich zu hart. Hallo? Bruder, revive doch nicht, ey, ich f*** euch gleich! Hallo? Spiele verloren, ich f*** deine Mutter gleich, was mit euch? Und was seid ihr für H***, oder? Entbamm mich sofort, das f*** ich dein Arsch! Ich war 1000 Unzen! Ich mach's mir, du zieh, ich mach Preisgelder, dass der Server ge*** wird. Entbamm mich jetzt, letzte Chance. Junge, hört ihr mich nicht? Ich gebannt. Arme Nacken und zermordet den Server, lad! F*** den! Macht alles, Amonagoim! Das soll zerf***t werden! Was für Lappen, Amonagoim! Spielerverlust, sagt der Bruder! Die haben alle eingereist! Alle! Alle! Bruder, die haben alle eingereist!
bereits sehen, Bruder. Macht Clips, zerbobt, zermordet den Server, macht was ihr wollt. Mir ist das scheißegal. Skyline RP, Ruf geschändet. Projektleiter hat das große Geld gesehen. Aber es ist vorbei, Ruf ist ihm. Arsch ist gebleached, der Server ist geschändet. Der Projektleiter hat gedacht, er könnte die Spiele abgreifen, doch dann... Der lang gehalten mit dem Server. Pixel, verpiss dich, du. Einzelne Chat! Wer will Pixels Mutter f***en? Einzelne Chat! Der einer von den gefallen aus dem Server. Einzelne Chat, wer will sie mit f***en? Ich finde, das ist irgendwie so nochmal eine neue Stufe von Demütigung. Wenn man die Zuschauer nochmal dazu auffordert, dass sie eine 1 schreiben sollen, wenn sie mit f***en wollen. Dann schreibt jeder eine 1 sein, weil eigentlich ist das eine neue Dimension. Also ich weiß nicht, wie ich auf so eine Scheiße komme, aber... Das ist eine hochgradige Respektlosigkeit. Der wird einfach von einer riesigen Menge von Menschen gefrontet. Und das einfach nur mit einer Hinschreiben einer Zahl. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das immer irgendwie auch irgendwie, ich glaube, too much. Deswegen würde ich sagen, zweite Chat! Wer will seine Mutter ballern? Zweite Chat! Wer will seine Mutter ballern? Wer will Multivitamin-Geschmack? Drei in den Chat! Wer will, ohne Geschmack, 4 in Chat. Wer will diese Knuppel auf dem Kondom? 5 in Chat. Wie jeder auch noch mitmacht. Oh Mann. Was war das wieder für eine Scheiße, ja? Skyline Roleplay soll in seinen Arsch und einen Fidget Spinner im Arschloch machen. Mit Eskins Tanga. Deswegen wollen wir mal einen eigenen Server machen. Gute Frage, Bruder. Und die Antwort lautet, niemals. Aber vergessen wir das. Noch wichtiger ist zu erwähnen. Skyline! Warte. Noch wichtiger wäre zu erwähnen. Skyline Roleplay Flöti! Offline! Tschüss! Adieu! Tschüss! Wir sehen uns morgen früh. Heute kein Happy. Boah, diese Mediziner, die sind richtig sauer. Die kleinen Pissmediziner von eben, die 3, 4 oder wie die waren. Die waren bestimmt richtig sauer. Die sind, kann kein Bild vergessen. Kann mir nur gefahren, ich kann mich ausnehmen. Aber wir haben gefahren. Wir machen mal Affe. Habe jetzt endlich mal live gesehen, dass du keine Schuld hattest. Wieso bannen die nicht? Diese Kinderstimmen nervt übelst. Ja, Bruder, ich werde auf den Server nur gelassen, weil sie Reichweite wollen. Und dann lassen sie ihn drauf und merken, dass der Server in den Arsch genommen wird. Und dann machen die mich zum Sündenbock jedes Mal. Also ich meine, wie oft ist es vorgekommen? Ich sage immer im Vornherein, reiß die Leute nicht ein, mach dies nicht, mach das nicht. Die machen es halt dann trotzdem. Und dann bin ich jetzt im Endeffekt schuld. Ich sage sogar teilweise voll oft, Bruder, mach es nicht und gib mir nichts, später nicht die Schuld. Aber die geben mir immer die Schuld. Egal, was ich mache. Ich bin immer schuld. Ah, guck mal, wir haben ein Gespräch von den Penispumpen. Lass uns das mal kurz gucken. Mann, Samuel, wie kann man den auf dem Server lassen? Ja, ist so wirklich. Das kann ich euch nicht sagen. Ja, weil die Teamler sagen alle, die wollen mehr Spieler, deswegen lassen die ihn auf dem Server. Was schreiben wir in den seinen Chat rein von dem seinen Stream, Jungs? Warte mal. Okay, Jungs, wir schreiben alle gleichzeitig was rein. Also, Elias, also das kann ich dir nicht erklären. Ah, das waren die Witzfiguren, die eben im Chat waren. 6 Nachrichten kamen da hintereinander, die haben irgendwas geschrieben. Ich hab 6-mal geklickt, die waren innerhalb von 2 Sekunden weg, alle. Das machen ganz einfach. Das sage ich dir jetzt immer, die Teamleitung. Das machen die, weil er fame ist. Hallo? Weil, ja, 100 Punkte. Weil ja, da aber es ist fame, Digga. Boah, der hat bis 100 Zuschauer, Digga. Was wollt ihr denn? Der alte Arzt. Der alte Kacker. Die Teamler haben gerade so einen Ständer da drauf, Digga. Die wissen sich heute Abend richtig an, darauf, dass sie denen geholfen haben. Die finden das richtig geil. Alter, die sollen mir lieber mehr solche Verni-Leute einstellen. Auch wenn Verni 12 Jahre alt ist. Ja, und Verni ein Airy ist. Die sollen mal mehr Leute wie Verni auf den Server holen, Digga. Lass mal alle gleichzeitig in den Chat schreiben. Samo unter Airy. Schreibt mal alle in den Chat. Warte. Ich mach als erstes. Okay. Okay. Ich muss in den Stream noch. Ich auch. Ja, mach mal. Ich Digga, jetzt macht er 2 Minuten Werbepause. Ja. Also, das Ding ist, dass solche
Sönne den Stream hier gucken dürfen und Werbung erstmal voll geklatscht hören. Das ist halt so ein Vorteil, ne? Ey, wenn ich das einstellen könnte, dass die Werbung nur Leute sehen, die solche Leute sehen, dass ich das irgendwie einstellen könnte, da irgendwie ich Einstellungen machen kann, das ist voll geil, ne? Dass ich, dann würde ich bei den 200 Minuten machen pro Stunde, dass sie gar nicht gucken können und so. Ist ja noch lustiger. Und bei meinen eigenen Zuschauern mache ich das aus. Schade, das geht nicht. Ich habe geschrieben, der Wolf nur auf Dings sagt. Ich bin gesperrt, 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 hast du gelesen, ich habe das geschrieben, Samu. Samu, jetzt mal alle Samu nur schreiben. Ich bin schon gebannt. Ich kann nicht, ich bin permabannt. Ich auch. Ist der Server wieder online? Nee. Ist der alte Arzt hier? Ich und Elias, wir schreiben beim Befehl, sind einfach permanent in deinem Ey, habt ihr geschrieben? Habt ihr gesehen? Skyline, Gefangene sind mad. Ja. Ja, Digga, wir sind so gefangen. Oh nein. Ja, ey, aber Elias, ich schwöre es dich, der ist verhältst mal sehen, ich hab den mit 2,80, hab ich den so weggeballert, dass der... Das ist ja geil, Digga, so ein Clip davon. Nein, das war in deinem Stream. Er ist so ein... Guck mal, jetzt ist eine Dorf-GX. Hat eben noch so hat eben noch behauptet, dass ich, dass die Admins mir eine lutschen, weil ich angeblich Fame bin. Und dann hat er das Gegenteil behauptet, dass ich nicht Fame bin. Aber Jax sich drauf ein, dass er mich killt. Und ist nebenbei im Stream drin und Jax sich drauf ein. So richtiger Widerspruch an sich. So richtig undercover Fanboy nennt man sowas. Ich hab gar kein Geld dabei. Ich würde an deiner Stelle dich irgendwo safen, Sam oder das hier. Leute, Lappen, oder alle OC, Matt, Junge. Richtig OC, aber. Samu Jackson, der die ganze Leute ab, Junge. Ja, ich würde dann wahrscheinlich hier weggehen, Digga. Der Typ ist nur am Nerven, der bringt die ganze Zeit grundlos Leute um. Der bringt die ganze Zeit grundlos Leute um. An deiner Stelle würde ich, weil du keine Waffen hast, hier immer. Der ist am Würfelpack. Beschwert sich über Rumballern, gleichzeitig am Metern. Samu ist gebannt. Voll die Witzfigur, Bruder. Die tun so, als ob die mich endlich gebannt haben. Die haben mich tagelang hier das ist uns ausschlachten lassen wegen Spieler. Spieler, geil, Loser. Gebannt, auch noch falsch geschrieben mit einem Mann, stimmt. Du hast die Leute in Deutsch kurz besuchen. Bah. Hoffentlich kommt der nie wieder. Samus gebannt. Hey, Jungs, jetzt kommen gleich denn seine. Jetzt kommen gleich denn seine Leute und nehmen hier alles hoch. Wir sind schon safe. Ja, halt ich drauf. Weiß. Wir müssen die Whitelist schnell reinmachen. Die machen gar nichts rein, Bruder. Das ist alles eh schon verloren. Wir haben jetzt schon 20 Spieler ja, verloren. Ja, und was war jetzt? Ja, wir haben alles verloren und, haben, die Teamler haben ihn natürlich wieder unterstützt. Was ein geiler Wir haben alles gemacht. Habt ihr wenn ihr doch so schlau seid, ich habe keine Lust, das seit Jahren immer wieder zu wiederholen. Ich mache das Ganze jetzt schon über 3 Jahre und ich bin so ganz langsam leid, mich zu wiederholen. Wenn ihr doch das alles so wisst, wenn ihr so schlau seid, ihr wisst das alles, ihr bekommt das alles mit. Warum seid ihr noch auf diesem Server? Ich sage euch ehrlich, wenn ich auf einem Server spielen würde, ich wäre einer von denen gefangen. Ich würde bestimmt auch in diesen Stream von dem einen dann reingucken. Ich würde dann 5 Sekunden zuschauen, wenn ich da sehen würde, wie die Admins so blubbern, würde ich das heute verlassen. Direkt verlassen. Nie wieder betreten. Wenn ich versuche, so auf Ernst RP zu spielen und so. Aber Bruder, was das sind so dumme Menschen, weißt du? Die tun so auf Stau, aber die sind nicht so dumm. Aber ey, die dann bringt man die Spieler ja Wie die Zuschauer mit sind. So auf den Sack, dieser Gar. Ich verstehe nicht, warum man den unterstützt. Ich verstehe es nicht. Ist Geschände. Hätte man den von Anfang an nicht weggemacht, wären wir Man weiß doch, was der Typ macht. Der man weiß doch, was er vorhat. Und man weiß doch auch, was er für eine Insta-Community hat, die alle 7 Jahre alt sind. Mit den fettesten Mod-Menüs der Erde, Digga. Die werden uns so ficken, wenn man diese Whitelist nicht wieder einführt, Digga. Also früher hatte ich ja eine krasse Community tatsächlich, aber... Heute ist das nicht mehr so, ne? Heute kann man das schon gut abwehren. Ich hatte mal eine Zeit, eine Phase, wo da waren so krasse Leute in der Community. Ich habe einen Announce gemacht, wo der Sword gebrannt. Junge, wer irgendjemand? Es geht. Der Server, es geht. Joshi, das ist das Beste, was ihr jetzt machen könnt. Sonst sind wir gleich alle weg. Können wir das vergessen, Mann? Ey, guck mal in den Chat von dem, was da geschrieben ist. Guck mal in den Chat, was da geschrieben ist. Bruder, was soll du tun? Ja. Nein. Ich kann dich entbannen, ich bin Admin und geb dir meinen Account. Eins in den Chat! Wer will Pixels Mutter f***en? Eins in den Chat! Der einer von den Gefallen aus dem Server! Ja, auf den Eins in den Chat, wer will sie mit f***en? Bro, die wollen uns alle f***en ohne Grund, hä?
Ich glaube, das ist gecheckt, oder? Deine Mutter muss auch nehmen und ich den. Wie kommen wir da überhaupt drauf, den draufzulassen, wenn der gestern schon so scheiße war? Ich dachte, es wäre irgendein Rando, aber ist das eine neue Dimension? Ich weiß nicht, wie ich auf so eine Scheiße komme, aber... Ja, ja, der macht das immer. Der ist ein Arschloch, ja. Eine hochgradige Respektlosigkeit. Jungs, wir können das alles knicken. Der wird... Du bist doch auch mit dem drauf. Von einer riesigen Menge von Menschen gefrontet. Und das einfach nur mit einer... Hinschreiben einer Zahl. So, der runtergefahren.